30 Jahre Flatfoot Stampers. Mit einer Begeisterung haben wir mit dieser Band angefangen. Und die Begeisterung ist immer noch da. Im Jahre 1974 trafen sich die befreundete Waiblinger Musiker Peter Bühr, Ernst Eckstein und Werner Neidhardt, um nach den damaligen Vorbildern eine Jazzband ins Leben zu rufen, die es in sich haben soll. Sie holten sich Reinhold Reichle ans Piano. Die Band hatte sogleich mit ihren swingenden Songs ein begeistertes Publikum auf ihrer Seite. Am Banjo Werner Neidhardt, Jupp genannt. Für die Flatfoot Stampers begann in ihrer interpretierten Jazzmusik eine Karriere, die sich bis heute unaufhaltsam fortsetzt. Die Flatfoot Stampers mit Familien wurden von einer Reisegesellschaft eingeladen, ihre Veranstaltung musikalisch zu begleiten. Zur Band kam hinzu Roland Müller Posaune und Uli Reichle Sousaphon. Als Gast ist dabei Jörg Weißenbühler am Schlagzeug. Die Stadt Waiblingen pflegt die Freundschaft ihrer Partnerstädte auch auf musikalische Art. Sie schickte 1976 die Flatfoot Stampers als freundschaftliche Geste nach England und 1978 nach Frankreich. Dort wurde die Band mit großer Aufmerksamkeit und Freude empfangen und gefeiert. Die Musiker waren über die Gastfreundschaft der Partnerstädte überglücklich. Was wäre der Jazz ohne die Dixieland Hall in Stuttgart? Natürlich spielen da seit 1975 die Flatfoot Stampers. Mitglieder der Band waren 1978 Udo Hafner am Schlagzeug, Roland Müller an der Posaune, Ernst Eckstein an der Trompete, der Bandleader an der Klarinette Peter Bühr, am Banjo Werner Neidhardt, am Piano Reinhold Reichle, Sousaphon Uli Reichle. Ich bin wie die Flatfoot Stampers. Das ist eine der besten Kapelle, die in den letzten Monaten überhaupt auf der Szene war. Sind Sie heute Abend zufällig hierher gekommen, oder? Nein, natürlich nur wegen den Flatfoot Stampers. Tatsächlich ging es musikalisch mit der Band stets aufwärts. Die vielen Proben und die zunehmenden Auftritte beflügelten jeden Einzelnen der Band und die Freude am Musizieren wurde gesteigert. Und recht hat Reinhold. Also 1980 waren die ersten Rems-Mo-Jazz-Tage. Und da waren auch die Flatfoot Stampers ganz ordentlich gefordert, weil wir haben dann zusammen Musik gemacht mit Leuten wie Ralph Sutton, Pina Zacco, dem Wild Bill Davis und Jack Glassberg oder Gus Johnson. Als Ehepaar eines Bandleaders und Flatfoot Stompers Mitglied, da geht ein gutes Stück Privatleben mit dabei. Manchmal ist es auch ein bisschen einsam als Musikerfrau. 30 Jahre Flatfoot Stompers. Mit einer Begeisterung haben wir mit dieser Band angefangen. Und die Begeisterung ist immer noch da. Musik.
Musik.